Nun möchte ich einige Worte zu dem Beitrag von Cosmo TV loswerden. Genauso wie in zahlreichen anderen Beiträgen einiger Medien über aktive Muslime, kann man auch in diesem Beitrag sehr schnell erkennen, dass bereits vor dem Interview am Infostand das Konzept für den Beitrag feststand. Von vornherein wollte man den Eindruck vermitteln, als hätten die Journalisten von WDR eine ganz geheime Untergrundarbeit einer gefährlichen Sekte aufgedeckt. Der ganze Beitrag ist nach diesem Konzept aufgebaut, obwohl die Wahrheitsverdreher vom WDR alle Informationen aus dem öffentlichen Netz haben, deren Inhalt wir persönlich veröffentlicht haben. Entweder hält man uns Muslime als zu blöd, etwas geheim halten zu können, oder sie als Zuschauer werden so richtig für dumm gehalten. Worum geht es in diesem Beitrag? Salafisten. Koranprojekt. Solingen. Pierre Vogel wohnt in Münster. Münster, das ist eine schöne, beschauliche Stadt. Eine Stadt mit vielen Altbauten, mit viel Grün, eine Unistadt mit Studentenkneipen. Eine gut katholische Stadt, schon seit Jahrhunderten. Der Ausländeranteil liegt im deutschen Durchschnitt. Ein Moscheebau vor 9 Jahren hat nicht für besonders viel Aufsehen gesorgt. Alles also eigentlich ganz normal. Bis hier wird eine schöne Welt beschrieben. Man glaubt dem verlogenen Moderator glatt, dass Münster eine Stadt voller Frieden und Liebe ist. Eine Stadt, wo es weder Kriminalität oder sonstige Probleme gibt. Eine Stadt, die bis jetzt ruhig war. Bis jetzt. Aber seit einiger Zeit, da sollen sich Salafisten in Münster ansiedeln. Diese besonders extreme Spielart des Islam hat auch schon in anderen Städten in NRW für Aufregung gesorgt in jüngster Zeit. Zum Beispiel in Mönchengladbach und auch in Solingen. Jetzt also Münster. Obwohl sich die Salafisten hier auf den ersten Blick auf ganz ungewohnte Weise ins beschauliche Stadtbild einfügen. Zu Punkt eines Salafisten. Es ist kein Geheimnis, dass ich, Thomas Göcke, wohnhaft in Münster bereits seit 10 Jahren missioniere und seit über 6 Jahren als Freund und Wegbegleiter von Pierre Vogel, seine Internetseite und organisatorische Angelegenheiten erledige. Dies kann man ganz öffentlich auf der Internetseite von Herrn Vogel einsehen. In dem Beitrag von Cosmo TV werden die Worte, Thomas Göcke, offizieller Kontaktmann von Pierre Vogel benutzt. Offizieller Kontaktmann hört sich auch negativer an als Freund und Wegbegleiter oder als Administrator der Internetseite von Pierre Vogel. Nachdem ich mit einigen gleichgesinnten Münsteraner Muslimen einen Verein in Münster gegründet habe, um unsere Aktivitäten offizieller zu machen, werden wir absichtlich als Salafisten bezeichnet, indem man ja aufgrund langjähriger Recherchen vom WDR festgestellt hat, dass Thomas Göcke alias Ibrahim Al-Almani der offizielle Kontaktmann von Pierre Vogel ist, weil der seine Internetseite administriert. Dann haben die Journalisten vom WDR auch festgestellt, dass Thomas Göcke der erste Vorsitzende des Vereins Muslime Aktiv e.V. in Münster ist. Nachdem wir als Verein Muslime Aktiv e.V. seit Wochen mit sehr großem Erfolg einige tausend Koran-Exemplare an unsere Münsteraner Mitmenschen verschenken durften und eines Tages Besuch von einem Glaubensbruder namens Abu Adam Sven Lau bekommen haben, hat der WDR plötzlich erkannt, was sie hinter den Fassaden abspielt. Da haben wir den Beweis, die Salafisten bauen eine neue Basis in Münster auf. Ein kleiner Fahrradstand in der Fußgängerzone. Eine typische Münsteraner Werbeaktion. Jedes Wochenende stehen sie hier in der Innenstadt, freitags und samstags. Junge Männer, freundlich sind sie und zurückhaltend, ganz unauffällig. Wer möchte, bekommt eine rote Rose geschenkt. Eine ganz normale Werbeaktion, zumindest auf den ersten Blick. Was machen Sie hier? Wir verteilen hier die deutsche Ausgabe, die Übersetzung des Korans. Die deutsche Ausgabe. Und von welcher Gruppierung kommen Sie, wenn man das so sagen darf? Von gar keiner Gruppierung. Wir gehören keiner bestimmten Gruppierung an. Wir wollen wissen, wer sind diese Männer, die hier Woche für Woche hunderte Korane verteilen und bei Wind und Wetter durch Münster rollen. Bei der Stadt erfahren wir, wer der offizielle Organisator ist, der Verein Muslime Aktiv. Der Vorsitzende, dieser Mann hier, Ibrahim Al-Almani, früherer Name Thomas Göcke. Im Netz vor allem als Telefonmissionar. Per Handy kann man bei ihm im Schnelldurchgang zum Islam konvertieren. Es hat mich vorher getan. Anna, Muhammadan, Rasulo, Allah.
Allah. Allahu Akbar, jetzt bist du Muslim. Thomas Göcke, kein Unbekannter. Er ist der offizielle Kontaktmann von ihm, Pierre Vogel, das wohl bekannteste Gesicht der Salafisten in Deutschland. Mit seinen Auftritten bringt er die Massen hinter sich. Zu Punkt 2 Koran-Projekt. Lange Jahre konnte man den Koran nur erhalten, wenn man diesen in einer Buchhandlung gekauft hat. Es war längst schon überfällig, dass die Muslime einen Weg finden, wie man den Koran kostenlos an unsere Mitmenschen verschenken kann. Dank dem Einsatz eines Glaubensbruders, deren Name ich nicht nennen möchte, da ich seine guten Taten nicht zerstören möchte, konnte dieses Projekt endlich im Jahre 2012 erfolgreich gestartet werden. Dieses Projekt wurde in den letzten 3 Monaten von mehreren 10.000 Menschen mit Freude angenommen, die sich sehr über einen kostenlosen Koran gefreut haben. Was möchte Cosmo TV durch seine Berichterstattungen erreichen? Alle Mitbürger, die sich einen kostenlosen Koran bei uns mitgenommen haben, drücken uns ihre Freude über dieses Geschenk aus und können es kaum glauben, dass wir den Koran kostenlos verschenken. Möchte Cosmo TV etwa die Freude der zigtausend von Menschen widersprechen? Mit welchem Recht vermittelt Cosmo TV den Eindruck, dass die Aktion mit den kostenlosen Koran-Exemplaren eine hinterlistige Masche der gefährlichen Salafisten sei? Ist es für uns als Religionsgemeinschaft, Islam, etwa nicht erlaubt, für unseren Glauben zu werben? Möchte man etwa dem Bürger das Recht untergraben, sich über den Islam zu informieren? Was steckt denn hinter diesen artistischen Berichterstattungen vom WDR? Auch hier wollen die Journalisten vom WDR so tun, als hätten sie eine neuartige Masche der gefährlichen Salafisten erkannt und holen sich noch die Meinung eines sogenannten Experten ein. Wir fragen nach am Islaminstitut der Uni Bochum. Dieses populistische Element der Jugendkultur wird herausgenommen. Ne? Man versucht, dem Ganzen größere Seriosität zu geben. Das deutet darauf hin, dass ein Strategiewechsel stattfindet hin zur deutschen Gesellschaft. Dabei ist dieses Projekt ein öffentliches Projekt, das darauf angewiesen ist, öffentlich verbreitet zu werden, da dieses Projekt durch Spenden der Muslime verwirklicht werden soll. Es gibt bisher keine bestimmte Organisation oder einen bestimmten Finanzier für dieses Projekt. Ibrahim Abu Nagi, deren Aufnahme man in dem Beitrag gezeigt hatte, wurde so dargestellt, als wollte er die wahren Drahtzieher des Projekts vertuschen. Dabei ging es gar nicht darum, um etwas zu vertuschen, sondern darum, dass er absichtlich keine Werbung von sich in diesem Koran einfließen lassen wollte, um sich rein von falschen Absichten zu halten und nicht mit Lob überhäuft zu werden, denn dies würde seine guten Taten vernichten. Der harmlos wirkende Fahrradstand in Münster, das ist die eine Seite. Die andere finden wir unter anderem hier in dieser Hinterhofmoschee in Solingen. Abu Nagi, der Mann, der uns erklärt hatte, dass die Strippenzieher hinter der Koranaktion verdeckt bleiben sollen, hier ist er Vorbeter. Das ist eine glatte Lüge. Ibrahim Abu Nagi ist und war dort niemals Vorbeter. Richtig ist. Ibrahim Abu Nagi war dort, wie im Video zu sehen, in Solingen zu Gast und hielt dort einen Vortrag. Zwei seiner Schützlinge wurden in dieser Woche in London verurteilt. Sie hatten Hetzschriften verbreitet und eine Anleitung zum Bombenbau mit im Gepäck. Das, was Sie nun gesehen haben, ist pure Hetze. Man bringt Ibrahim Abu Nagi mit Menschen in Verbindung, die von V-Leuten des Verfassungsschutzes extrem radikalisiert und manipuliert wurden, Straftaten zu verüben. Es ist eine Frechheit, diese Menschen als seine Schützlinge zu betiteln. Hier versuchen die Hetzer und Lügner von Cosmo TV Ibrahim Abu Nagi in Verbindung mit Terrorismus zu bringen. Solingen ist ein weiteres Zentrum der Salafisten. Die Sympathie für Kamerateams ist hier eher begrenzt. Noch einmal kommen Sie her, ich mache die Kamera kaputt. Okay. Weg mit der Kamera und wir hier ein Bild von mir. Raus da. Okay. Weg. Wir haben heute die Kamera. Tag, ein Journalist, was ist hier? Wir haben nur vor. Weg da! Zurück zu unseren harmlosen Muslimen in Münster, wo gratis Korane und Rosen verschenkt werden. Wie war das nochmal mit der Verbindung zu Pierre Vogel, Sven Lau und den anderen extremen Muslimen? Zu Punkt 3 Solingen. In dem gleichen Beitrag, in dem es eigentlich um die Aktivitäten in Münster ging, hat man einfach das Thema Solingen mit hineingebracht, um eine Verbindung herzustellen. Natürlich sagen sie das nicht offen,
sondern das wird ihnen auf diese Weise unterschwellig vermittelt. Wir als Verein, Muslime aktiv, waren noch nie in Solingen und kennen diese Glaubensgeschwister auch nicht persönlich. Wir wollen Pierre Vogel fragen, hat er auch mit den Gratiskoranen zu tun? Seine offizielle Adresse ist hier in diesem Haus in Münster. Wir treffen niemanden an. Nach Experteninformationen hält sich Pierre Vogel zurzeit in Saudi-Arabien auf. Im Internet aber ist er präsent wie eh und je. Und hier finden wir auch den Nachweis. Pierre Vogel steckt persönlich auch hinter der Aktion mit den Gratiskoranen. Zu Punkt 4. Pierre Vogel wohnt in Münster. In dem Beitrag wird ein Wohnhaus gezeigt, in dem angeblich Pierre Vogel wohnen soll. Aber diese Behauptung ist eine glatte Lüge. Pierre Vogel lebt derzeit im Ausland und ist im Kölner Raum gemeldet. Das Wohnhaus, das man gezeigt hatte, ist ausschließlich die Meldeadresse der Firma Dava Verlag, die ihre Artikel unter anderem auch über die Internetseite pierrevogel.de anbietet. Deren Inhaber ist mit Sicherheit nicht Pierre Vogel. Wenn Sie sich den Beitrag von Cosmo TV angesehen haben, dann stellen Sie fest, dass man Ihnen eine Gefahr vermitteln möchte. Der ganze Beitrag ist mysteriös aufgebaut, obwohl alle Fakten aus dem öffentlichen Netz entzogen wurden. Friedliebende Menschen werden hier als gefährlich und mysteriös vermittelt, obwohl man in dem ganzen Beitrag nicht ein einziges Mal auf den Punkt gebracht hat, was denn so gefährlich an uns ist. Hier werden Sie für blöd verkauft. Wir als Muslime und als Verein Muslime aktiv e.V. lassen uns von niemand für blöd verkaufen und sehen auch nicht tatenlos zu, wie man unsere nicht-muslimischen Mitbürger durch lügnerische Berichterstattungen davon abbringen möchte, sich mit dem Islam auseinanderzusetzen. Sie sind es uns wert, diese Aufklärungsarbeit zu leisten und hoffen, dass einige wahrheitsliebende Menschen diese unsere Zeilen lesen werden, um die Lügenbarone der Medien zu erkennen. Lassen Sie dich nicht für doof verkaufen und hinterfragen die Berichterstattungen der Medien. Wir sind für Sie da. Die Aktion mit den kostenlosen Koranen beschränkt sich nicht auf Münster. Gestern haben wir den Bücherwagen der Salafisten in der Kölner Innenstadt gesehen. Auch das ist eine Lüge. Es gibt keinen sogenannten Bücherwagen der Salafisten. Das Beweisvideo von dem Koranstand aus Köln finden Sie in der Beschreibung als Link sowie als Videoantwort zu diesem Beitrag. Die Redaktion von Cosmo TV leidet höchstwahrscheinlich an einer schweren Lügen- und Herzkrankheit. Wer so schlecht recherchiert und dies einem breiten Publikum präsentiert, sollte gefeuert werden. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان